Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video bei Hurado. Heute geht es um das Thema Hunde und Besucher. Was für unterschiedliche Hundearten es da gibt und was du dagegen tun kannst. Bleib dran! Die meisten Hundehalter werden das sicherlich kennen. Sobald es an der Tür klingelt, rastet der Hund aus. Unterschieden wird dabei zwischen dem Aufpasser und dem Begrüßer. Während der Begrüßer einfach nur freudig zur Tür rennt, um dem neuen Gast eben ein freudiges Hallo entgegenzuschmeißen und dabei auch ab und an mal ein bisschen überdreht, ist es bei dem Aufpasser eher so, dass er den Eindringling vertreiben möchte. Und das Training mit den beiden Arten, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Training mit den Begrüßern. Der Begrüßer zeigt seine Freude durch Hochspringen und möchte gerne dem Gast durchs Gesicht lecken. Du kannst ihm aber antrainieren, dass er ganz lieb im Körbchen wartet, bis der Gast selbst Kontakt zu ihm aufnimmt. Im Idealfall lädst du ganz, ganz viele Besucher ein und besprichst dich im Vorfeld mit diesen, dass sie sich abwenden sollen, sollte der Hund eben genanntes Verhalten irgendwie zeigen. Sobald er hochspringt, kratzt, jault, versucht durchs Gesicht zu lecken, abwenden, ignorieren. Erst wenn der Hund ganz entspannt im Körbchen wartet, kriegt er die Aufmerksamkeit, die er sich gerne gewünscht hat und im Idealfall auch noch ein Leckerchen. Training mit den Aufpassern. Das Training mit den Aufpassern ist sehr, sehr viel schwieriger als das mit den Begrüßern. Wenn es territorial veranlagt ist und der Hund eben sein Gebiet beschützen möchte, dann kann es sein, dass es sich niemals komplett legen wird, aber es kann auf jeden Fall verbessert werden. Das Training ist langwieriger und du brauchst eine Menge Geduld. Sobald es klingelt, leinst du deinen Hund an und ignorierst ihn so lange, wie er eben ausflippt. Erst wenn er sich beruhigt hat, kriegt er Aufmerksamkeit. Dennoch, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr langer Prozess und du brauchst jede Menge Geduld. Das Training mit dem Postboten. Oh ja, der Postbote und der Hund. Das ist eine Geschichte, die gibt es schon seit die Menschheit denken kann, glaube ich. Wie du deinem Hund das beibringst, du musst deinen Postboten ausstatten. Gib dem Postboten die Lieblingsleckerchen von deinem Hund und sobald er kommt, gibt der Postbote jedes Mal ein kleines Leckerchen. Und ganz, ganz schnell wird dein Hund merken, oh, wenn der kommt, dann gibt es etwas für mich und darauf freue ich mich. Hoffentlich konntest du das ein oder andere aus diesem Video mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du regelmäßig zuschaust, beim nächsten Video auch wieder dabei bist und natürlich den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Wenn du jemanden kennst, für den das auch spannend sein könnte, dann teil doch gerne dieses Video. Und ansonsten freuen wir uns über jeden Daumen rauf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!